Jan-Philipp Albrecht ist der Berichterstatter im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten zum Thema Datenschutz in der Europäischen Union. Das wird ja langsam aber sicher ein heißes Thema. Du hast sicher schon interessante Erfahrungen gemacht. Ja, wir haben ja jetzt fast ein Jahr eben schon dazu gearbeitet, seitdem die Kommission ihren Vorschlag gemacht hat für ein einheitliches EU-Datenschutzrecht. Und in der Zeit war schon erkennbar, dass eigentlich fast alle, die irgendwo in der Wirtschaft zu tun haben, die haben alle mit Daten zu tun und wollen natürlich alle jetzt Einfluss darauf nehmen, wie diese Datenschutzregeln auf EU-Ebene aussehen. Und mein Eindruck ist, dass zum Beispiel Verbraucherschützer oder Bürgerrechtler da noch zu wenig aktiv sind. Das heißt, da wird ein richtiger Lobbykrieg von Seiten der Wirtschaft angezettelt. Also schon massiv. Ich würde sagen, eine der größten Lobbykampagnen, die wir je erlebt haben, die da jetzt auf uns zurollt. Und das wird natürlich jetzt die nächsten Monate insbesondere so weitergehen, wo es um die Änderungsanträge in den Ausschüssen, auch in den mitentscheidenden Ausschüssen geht. Ich bin im Rechtsausschuss dafür zuständig und sogar bei mir hat sich schon ein enormer Stapel an Interventionen gesammelt von Leuten, die unbedingt ein bestimmtes Detailproblem haben wollen. Aber was sind die absolut kritischen Fragen? Was bei mir angekommen ist, ist es in erster Linie die Zustimmung, die wir verlangen, damit Daten einer Person verwendet werden dürfen. Ja, hier sagt die Wirtschaft halt, die Verbraucher geben ihre Zustimmung ja gar nicht. Und wie sollen wir also dann unsere ganzen Werbedienste und alles Mögliche betreiben können, wenn die Leute nicht Ja dazu sagen? Da muss man natürlich auch sagen, ja gut, die Leute haben vielleicht auch einen guten Grund, bei vielen Sachen eben nicht Ja zu sagen zu ihrer Datenverarbeitung. Und meines Erachtens ist das schon eine der Kernauseinandersetzungen, zu sagen, wir wollen, dass, bevor meine Daten verarbeitet werden, ich einmal auch einwilligen kann. Genau. Ja? Und, dann geht es natürlich auch um die Frage, dass dieses Recht und die geltenden Rechte, die wir haben, also Auskunft, Information, Transparenz, die da wichtig ist, dass das auch durchgesetzt wird gegenüber den Unternehmen, die ja zum Teil eben das ausnutzen, dass wir in Europa unterschiedliches Recht haben oder sogar vielleicht aus den USA agieren. Und da wollen wir jetzt was dran ändern. Ich weiß ja, dass von einigen österreichischen Kolleginnen und Kollegen schon Initiativen gestartet wurden, um ihre Daten zu schützen, dass sie aber dann zum Beispiel an der irischen Regierung gescheitert sind. Also zum Beispiel wie Max Schrems, der als Student plötzlich dann bei Facebook seine Rechte durchsetzen will und merkt, er muss nach Dublin pilgern sozusagen, um da seine Rechte durchzusetzen und merkt, dass auch Facebook das Datenschutzrecht, wie wir es heute geltend eigentlich gemeinsam haben, gar nicht durchsetzt. Ja? Und das soll eben diese Verordnung jetzt beseitigen, dass wir sagen, mit einem Mal ist allen Bürgern in Europa klar, was sie für Rechte haben und sie können das überall in Europa auch gleichzeitig durchsetzen. Ja, in Zeiten des Internets ist es ja völliger Unfug, dass wir nationales Recht haben und sobald wir die Landesgrenze überschreiten oder bei jemandem aktiv werden, der in einem anderen Land ist, haben wir auf einmal keine Rechte mehr. Zumal in den meisten Fällen heutzutage unsere personenbezogenen Daten territorial gar nicht mehr in Deutschland oder in Österreich oder in Frankreich verarbeitet werden, sondern irgendwo außerhalb der Europäischen Union oder vielleicht in einem der Staaten, wo besonders niedrige Standards gelten. Und das heißt auch, die werden auch in anderen Ländern genutzt. Absolut. Also auch andere Rechtsgrundlagen, die dann plötzlich greifen. Also wir können gar nicht absehen, was mit unseren Daten dann passiert. Und da mehr Transparenz zu schaffen, auch mehr Einflussrechte sozusagen, dass ich wirklich darauf Einfluss nehmen kann, was passiert mit meinen Daten. Zu sagen, ich möchte sie jetzt aber löschen und ich möchte, dass das auch durchgesetzt wird. Ja. Das ist wichtig in dieser Verordnung. Und dann geht es natürlich auch darum, den Verbraucherinnen und Verbrauchern Rechte gegenüber ihren Verarbeitern in Unternehmen zu gehen, damit sie vielleicht auch die Möglichkeit haben zu sagen, ach, ihr macht das gar nicht richtig gut, ich wechsle lieber. Ja, genau. Und das ist ja etwas, was ich auch sozusagen aus den ersten Interventionen mitgenommen habe, aus dem ersten Lobbying-Sturm, den es schon gegeben hat. Die wollen auf keinen Fall, dass ich meine Daten mitnehmen kann und bei einer anderen Firma wieder einbringen kann. Das ist ein großes Problem für viele Anbieter, denn die vertrauen natürlich darauf, dass all die Leute an sie gebunden werden, möglichst stark, weil sie ihr Geld damit verdienen, dass sie deren Kundenprofile haben, dass sie die analysieren und bewerben können und so weiter. Damit verdienen die eben ihr Geld. Und dann wollen die natürlich nicht, dass der Verbraucher in die starke Position versetzt wird, zu sagen, ach, eure Datenschutzregeln,
bei Facebook, bei Google, bei Microsoft oder wo auch immer, die gefallen mir nicht. Ich gehe lieber zu einem Alternativanbieter, der sich gerade auftut. Genau. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum, weil es das heute eben noch nicht gibt, diesen Anspruch, gibt es natürlich auch wenig Alternativen zu den Datensammlern, die wir so kennen. Genau, das haben wir aber letzten Endes bei den Telekom-Unternehmen schon geschafft. Das müsste sich doch auch in diesem Bereich machen lassen. Ich sehe, dass, und du hast es ja auch schon erwähnt, dass wir leider noch viel zu wenig Ausgewogenheit im Lobbying haben. Wir haben eine massive Menge von Leuten aus der Industrie, die uns ansprechen, aber Konsumentenschützer, Datenschützer sind noch nicht so präsent. Genau, und ich glaube, da gibt es ein paar Ansatzpunkte, wo jetzt auf jeden Fall ein bisschen Druck und auch Öffentlichkeit notwendig wäre. Genau. Und das ist halt auf der einen Seite, wie wir schon besprochen haben, die Zustimmung, dass ich das Recht habe, eben zuzustimmen und nicht irgendwie mit einem Opt-out-Widerspruchsrecht abgespeist werde. Das geht nicht. Und dann irgendwo auf Seite 12 sozusagen über meine Rechte informiert werde. Und das andere ist, dass man natürlich auch dafür sorgen muss, dass es eben scharfe Sanktionen gibt gegenüber den Unternehmen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo jetzt die jetzt beginnende irische Ratspräsidentschaft schon deutlich gemacht hat, dass sie da vielleicht anfangen will zu sagen, naja, warum denn sanktionieren, wenn man auch einfach eine Rüge erteilen kann? Genau. Und das ist zum Beispiel viel zu schwach. Also da braucht es von den Konsumenten und von den Bürgern definitiv eine klare Aussage, wir wollen, dass unser Datenschutz dann auch wirklich durchgesetzt wird. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wir werden hier Druck von Staaten bekommen, wo viele solche Unternehmen sich angesiedelt haben, wie etwa Irland. Aber ich glaube, dass auch Deutschland und Frankreich hier nicht ganz ungefährlich sein werden. Absolut. Da befinden sich viele Unternehmen in Deutschland zum Beispiel, viele Werbeunternehmen, die Direktmarketing machen, große auch Verlage. Auch in Österreich. In Österreich auch, genau. Große Verlage, die natürlich ihre eigenen Interessen auch haben. Genau. Und viel Geld damit verdienen, dass sie zum Beispiel Kundendatensätze verkaufen an andere Unternehmen, ohne dass die Kunden davon Bescheid wissen und zustimmen dürfen. Und das ist eben ein großer Knackpunkt auch dort, dass wir da keine Ausnahmeerweiterung von den Zustimmungsrechten wollen. Dafür muss man aber definitiv in dem kommenden halben Jahr und bis zum ganzen Jahr, so lange wird es etwa dauern, noch hart kämpfen. Das heißt, wir brauchen jede mögliche Unterstützung in dieser Auseinandersetzung. Denn wir stehen hier wie David vor dem Goliath. Und damit David gewinnt, brauchen wir euch alle. Genau. Danke.